Meine sehr verehrten Damen und Herren, Umweltverschmutzung ist ein globales Problem. Sie haben das gerade gesehen, ein Problem, das keine Grenzen kennt. Wir kennen die Bilder, wir wissen, dass es etwas zu tun gibt, aber tatsächlich etwas zu tun, ist ein weiter Schritt. Wir wollen diesen Schritt gehen mit unserer Stiftung, das haben Sie gesehen. Bei der Konzeption zu unserer Stiftung ist uns das Folgende deutlich geworden. Taten sind im besten Fall die Folge von Ideen. Und Ideen entstehen aus einem Bewusstsein, das erweckt wurde. Ein Bewusstsein entsteht wiederum aus Erfahrungen und Erlebnissen. Uns geht es darum, diesen Prozess zu veranschaulichen, vor allem zukünftige Generationen für Umweltschutz zu begeistern. Was eignet sich dafür besser als die Natur selbst? Wachstum beginnt mit dem Samen, der die ganze Pflanze in sich trägt, die Idee. Dieser Samen kann gedeihen, wenn er auf die richtige Umgebung trifft, die Tat. Der daraus entstehende Baum ist eine Bereicherung seiner Umwelt, er trägt wiederum weitere Samen in sich, Nachhaltigkeit. Kurz, wir pflanzen einen Wald mitten in Berlin. Wir bringen die Natur in die Stadt, auf einer Stadtbrache entsteht Natur zum Anfassen. Es entsteht ein lebendiges Bild für das, um was es uns geht, was wir bewegen wollen, was auf dem Spiel steht und was vor allem zukünftigen Generationen bewahrt werden soll. Es soll aber kein ganz gewöhnlicher Wald werden. Der Wald soll Zauberwald heißen. Ein Märchenwald der Oper, ein Urwald der Fantasie, inspiriert durch Themen und Geschichten aus Opern. Gemeinsam mit Landschaftsgärtnern und bildenden Künstlern schaffen wir Skulpturen und Orte, die inspirieren. Zum Beispiel mit Lohengrin in der Schwanengondel fahren, auf dem Geisterschiff des fliegenden Holländers an Cornwalls Küste landen, sich Eichenblätter auf die Schulter stempeln, in Hans Sachs Werkstatt werkeln und singen. Orte, die wir in unserer Fantasie schaffen, werden Realität. Waldführer entdecken gemeinsam mit Kindern die Tiefe dieses Waldes. Die Wanderung hat bereits begonnen. Fantasie ist der Samen, der Wald kann wachsen. Danke.